Dieses Gaming-Video wird euch präsentiert von justnetwork.eu. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hart angezockt. Diesmal mit mir, Mr. André Papé. Und ich bin natürlich nicht alleine, denn in der Regie sitzt der Einzigartige, den man eigentlich nur hier vorne kennt. Es ist nämlich der Einzigartige Steve Kuhhens. Krömer, wir schalten mal rüber. Also, ja, ich bin auch da. Wir haben es ja angekündigt beim letzten Mal, dass ich mal in die Regie gehe. Und uns wurde ein tolles Spiel empfohlen, Reign of Kings heißt das Ganze. Weder Pape noch ich haben irgendeine Ahnung von dem Spiel. Wir stützen uns einzig und allein auf eure Empfehlung. Und da es so ein Survival-Aufbauspiel ist mit Minecraft-Charakter, habe ich einfach gedacht, dass Pape der Richtige dafür ist. Und habe ich meinen knackigen Po in die Regie gesetzt. Und es ist ja auch lustig, Pape scheitern zu sehen. Mal gucken, ob er der Herausforderung gewachsen ist. Und deshalb mache ich es ganz kurz und schalte einfach zurück zum André. Rüber auf den oder zu dem On-Air-Bereich, wenn ich das hier im Griff hätte. Hallo, liebe Leute. Und mittlerweile höre ich auch Sound. So leicht mystisch. Wow. Ich würde sagen, nie lang snacken, Kobi nacken. Wie es die Holländer ja immer so schön zu fliegen sagen. Ne? Machen sie eigentlich nicht. Okay, ich gehe einfach mal ins Spiel rein. Es ist leider nur auf Englisch, soweit ich weiß. Ja. Gut. So, das Ganze funktioniert auch über Server. Ne? Es ist quasi wie Minecraft. Ich weiß nicht, ob du jetzt irgendeinen Server suchst, weil ich meine, es ist ein Multiplayer-Spiel. Ne? Mhm. Also wir haben uns den Trailer angeguckt vorher, basierend auf eurer Empfehlung. Und ja, da tut sich ja viel gerade. Ne? Muss ich Local Host sein? Ich weiß nicht. Guck mal hier. So. Und wie gesagt, also da sind verschiedene... Alter, ich geh mal auf halt einen, wo nicht so viele, oder? Ja, genau. Such dir mal. Aber der Ping muss halt auch stimmen, ne? Du solltest nicht nach Afrika gehen vielleicht. EU ist ganz gut. Ping sind gut. Ach, wo Platz ist. Ja, aber nicht, wo hier 30 Leute drauf sind. Ja, Pape. Da fail ich ja komplett. Ja. 8 von 20. Was? Oh, der Ping ist 101. Der ist nicht so gut, ne? Nee. Ja, dann muss ich auf so einen vollen drauf. Ja, ist doch lustig. Mach doch einfach. Oh, scheiße. Also es ist eine riesige Welt, ihr Lieben. Es ist so wie Minecraft. Man baut halt nur, es ist so ein Medieval-Szenario. Das heißt, man baut halt Burgen und hat Schwerter und was weiß ich was. Und wir gucken mal, was das ist. Wie gesagt, ihr seid es ja... Oh, das sieht aber nice aus. Ja. Hat super funktioniert. Ihr seid es ja auch von uns, beziehungsweise dem Pape am Rechnersitz gewohnt, dass wir nicht so vorbereitet sind oder was Pape. Soll das denn heißen? Aber da kann man ihm keinen Vorwurf machen, weil er wusste das einfach nicht und wir haben das jetzt spontan entschieden. Übrigens, wir haben noch ein, zwei andere Spiele, die wir zocken wollten, aber ich habe gedacht, es ist ganz lustig, wenn Pape hier auch mal was moderiert und ich in der Regie sitze und den Dicken mache. Ihr kennt das ja von mir, ne? Ich würde dich vielleicht doch ein bisschen lauter drehen, weil ich höre dich auf meinem Ohr zum Beispiel. Du hörst mich gar nicht? So gut wie gar nicht. Aber ich bin, also im Vergleich zu dir, jetzt wie es ausschlägt, bin ich halt schon relativ laut. Vielleicht habe ich das einfach unterschwellig durch die Musik, die hier stattfindet. Die also du bist ehrlich gesagt sogar ein bisschen leiser als ich. Ja, das liegt auch ein bisschen an meiner Müdigkeit. Ja. Die Artworks im Hintergrund sehen sehr, sehr gut aus, wenn ich das sagen darf. Habe ich gezeichnet übrigens. Ja, hast du? Ja. Gezeichnet, also nicht Computer, mit einfach gemalt. Ja. Ja, okay. Ist auch 1:1 übernommen. Ist praktisch auf den Scanner gelegt und eingescannt worden. Okay. Hat mir ein bisschen Mühe gegeben. So, ich habe jetzt das Gefühl, dass ich gleich gefühlt 80 Leute töten werde. Das bin ich, 1:1. Oder? Ja. Alter, aber das müssen wir jetzt kurz machen, okay? Ja, aber ich heiße doch nicht Sivinio, oder? Heißt du Klaus, ja. Nein, wir brauchen einen geilen Namen, wo alle schon denken, wow. Wow. Wenn der auf mich zukommt, sterbe ich wahrscheinlich. Schau mal eben selber, wie das Sound ist. Ich glaube, das ist gut. Wie nennst du dich? Grantura. Geiler Name, oder? Das ist sehr beeindruckend, ja. Ist ein geiler Name, oder? Ja. Wie kommst du auf diesen, entschuldige meine Formulierung, behinderten Namen? Ah, weiß ich doch nicht. Ist dir einfach gerade so gekommen? Ja, Mann. Okay. Dann los. Warte mal, ich kann dir noch alles einstellen. Ja, dann mach doch einfach random, weil dann, achso, du machst gerade die Flagge, okay. Ja, so lila mit pinken Turm. Was wollen wir denn da drauf haben? Ach, irgendwas, Pape. Okay. Eine Ratte, das ist doch genau das Richtige. Mit einem Hasen, weil wir richtig gefährlich sind. Ja, vielleicht die Farben noch ein bisschen, ja. Ja. Wir sind richtig gefährlich, liebe Community. Das ist schon mal unser Zeichen, ja. So. Du kannst auch randomisen, ne? Dann brauchst du das nicht alles. Vielleicht findest du, ey, du hast eine Stunde dran. Drück mal oben auf randomize, bitte. Achso, das bist du jetzt, genau so. Pape,
wir haben keine Zeit für sowas. Die Leute wollen Action sehen. Ja, du siehst so aus wie Gollum, ganz ehrlich, das ist halt original Gollum. Kannst du bitte oben auf Randomize klicken? Bitte. Bitte. Warte cool. Bitte. Wieso geht das nicht? Ah ja. Oh. Das finde ich das schon. Ja. Das bin ich? Ja. Ja. Oh Gott. Kannst du bei der Flagge das eigentlich auch machen, das Random? Bestimmt. Ich habe dich jetzt rechts unten stehen. Ist rechts unten ein Bild irgendwas Wichtiges? Da, warte mal. Oder soll ich dich dann verschieben vielleicht noch? Verschieb mich mal. Wir müssen gleich mal ins Spiel kommen. Geh erstmal ins Spiel. Jetzt mach dich mal hier fertig, Digga. Ja, ich glaube, das könnte ich sein. Ja, das sieht wirklich so aus. Wie Alter, das nehme ich direkt, so wie es ist. Gefährlicher Holzhammer. Ja, super. Ich glaube, darauf kommt es jetzt auch nicht so an. Findest du Krantura geil? Die anderen werden sich sowieso rapen, bitte? Nein, Krantura ist kein... Nenn dich einfach Papinho, komm. Kleingeschrieben, so muss das sein. Ihr Lieben, ich weiß nicht. Ich muss echt sagen, auch wenn ihr mal schimpft auf den ollen Pape, ich finde das eigentlich ganz geil, dieses irgendwie, wir schmeißen Pape in irgendein Spiel rein, wovon er keine Ahnung hat und gucken zu, wie er, ich will nicht sagen scheitert, aber es hat irgendwas. Ich muss sagen, ich bin gerade so ein bisschen enthusiastisch, richtig, weil ich das echt so vermisse. So auch die Minecraft-Sessions mit Pape, so einfach in der Regie zu chillen mit einer Hand am Sack und Pape dabei zuzugucken, wie er irgendwas Lustiges macht. Also ich glaube, das geht euch auch so, von daher kriegen wir heute bestimmt eine Menge Spaß. Also Pape, das sieht aber verdammt gut aus, oder? So, Papa hat schon was aufgesammelt. Flex. Aber hör mal, das sieht ja wohl Hammer aus, oder? Verrückt. Ist das das, was du hast oder was du das bauen kannst? Das ist das, was ich hab. Und was ist das rechts? Manuskript, wie du was bauen kannst wahrscheinlich, ne? Ich denke. Ja, das ist ja das Problem. Aber ich meine ganz ehrlich, das sieht optisch super nice aus. Und das so es ruckelt ein bisschen. Ja gut, ja. Wahrscheinlich ist es ein bisschen zu hoch. I go too hoch. Guck dir mal allein das Licht an von der Sonne, wie sieht das so... Oh. Hallo, Berg. Oh. Also wollte ich gerade sagen, ihr habt ja den Trailer gesehen, habt ihr ja nicht... Oh, ich habe Heu gefunden. Wir haben uns vorhin den Trailer angeguckt und da war wirklich so... so Leute, die sich so gigantische Burgen gebaut haben und damit irgendwelchen Katapulten, die abgefeuert haben. Also das ist richtig, PvP... Ja, ich töte hier alles, das weißt du, ne? Nee, du nimmst Büsche mit. Ja, die sind wichtig. Ich glaube, damit kann ich mir gleich schon... Also optisch ist das ein Leckerli, das muss man sagen bisher, oder? Oh, weiß ich noch nicht. Also ich bitte dich, allein die Umgebung, ey. Ich meine, das ist ja, halt das hat Welten so besser als H1Z1 oder Minecraft oder nee, was. Nee, das hat so... Ey, da sind Tiere, glaube ich. Ich finde, das hat so... Brauchst du jetzt mit deinem Knüppel auf ein Tier? Ja, ich versuch's, ne? Ja, so schätze ich die auch ein. Was läuft aber denn da? Ist das eine Katze oder ein Raubtier? Was meinst du? Das ist ein Hase. Das ist schön, mal durch eine Welt zu laufen. Wo man keine Angst haben muss, dass einen Zombies angreifen, oder? Oh. Papa, das ist ein Hase. Muss ich doch töten. Du kriegst ihn doch niemals, Alter. Das ist ein Hase. Ich probier's einfach mal. Ja, okay. Du erreichst ihn wirklich. Ist ja auch total realistisch, so ein Hase. Wo sind denn? Jetzt doch drauf! Farbe! Oh. Er hat dich verarscht. Wo ist er? Papa, der Baum ist stärker als du. Ich weiß nicht, ob du mit einem Holzast... Doch! Ich hab doch schon 6, 8. Was hast du? 9. Unten rechts steht das. Ja, 11. Da ist gerade dein Gesicht drauf, dann verschiebe ich das mal. Ja, schieb mich mal nach unten. Oben rechts wäre cool. Oben rechts? Ja, oben rechts ist wirklich gar nichts. Gut, dann versuche ich das. Ja, ich habe jetzt 27. Fuck, falsches, ich Idiot. Sorry. Also, das hat man gar nicht gesehen, alles klar. I like to move it. Ich crafte mir jetzt was. Weißt du noch wie? Ja. Das ist ganz einfach. Zack. Ich baue es mir gerade. Du baust es dir? Ja. Baust dir, Digga. Jetzt habe ich's. Aber meinst du, dass oben rechts gut ist? Weil jetzt sieht man zum Beispiel nicht mehr, was du craftest, ne? Was ist denn unten rechts so schlecht? Ja, und hier ist so eine Energieanzeige. Ja, gut, eigentlich. Dann lassen wir es erstmal. Wir sind ja flexibel. Wir können es ja auch einfach mal ummodeln dann. Also, die Leute sehen jetzt nicht, wie du craftest. Was baust du dir denn jetzt überhaupt, Digga? Schuhe. So Holzsandalen. Wood Sandals, das heißt wirklich. Nice, und? Wo sind sie? Da rechts unten. Jawohl, zieh sie an, Digga. Jawohl, geil, das Holz. Sieht man die jetzt auch? Zeig mal. Ich weiß nicht, ich guck gleich mal, wie man mich in groß sieht. Ja. So waren Hose. Nee, Hose. Holzsandalen, liebe Community. Da muss man sich mal dran festhalten. Sensationell. Papa, jetzt Holz. Da, du sieh, guck mal dir das so an. Die, ja. Du siehst sie richtig und du siehst auch deine Handschuhe. Nice. Also ich finde, optisch ist es ein Leckerli.
Sieht wirklich, wirklich gut aus. Das ist wieder ein Hase, der läuft mir direkt in die Falle. Ja, bestimmt kann man auch fallen. Also ich glaube, du kannst, also mir wurde das Spiel vom Thies unter anderem empfohlen, glaube ich. War es der Thies? Ich meine schon. Und die sind alle sehr begeistert davon. Das ist eine riesige Welt, die sieht, oh, da hat einen Bären, Alter. Ja. Jawohl. Baba links, das andere links. Ja, ich weiß, wo das Vieh ist, aber... Ich soll mir jetzt die Frage ist, wie stark ist dein Knüppel, ne? Da ist schon ein Haus. Oh, vielleicht kannst du ja mal vorbeigucken, ne? Ach, das loote ich jetzt einfach. Ja, ja. Das ist ja auch die alte Blaschke-Methode, ne? Aber es ist sehr an Minecraft angelegt, was ja eigentlich nicht schlecht ist, ne? Ist ja nun der Branchenprimus quasi, ne? Ja, links oben siehst du die Leiste mit den Dingern und du hast... Papa, also so blumentechnisch bist du ganz weit vorne, würde ich sagen, ne? Du hast jetzt wirklich ganz einen Blumenladen direkt aufmachen. Was ist das denn? Oh, Clay. Ah, hier. Matsch? So was Ton? In der Art. Clay, tatsächlich, du kriegst es wirklich. Das ist auch sehr schnell, liebe Community, oder? Du hast einen Holzknüppel und fällst damit Bäume und Steine. Oh, hier hat schon irgendjemand gebaut. Also wenn ich kann, reiße ich das Ding direkt ab. Mit einer Tür, richtig. Aber was machst du jetzt? Collect. Ich würde es collect, Pape. Komm, klau das Feuer. Mach den alten. Was machst du denn jetzt? Ich habe mir Steine mitgenommen. Ja. Mach die alte Blaschke-Methode. Klau einfach alles und brech ein. Also, ja. Hat hier jemand schon versucht, hier schon ein schönes Schloss zu bauen? Ja, dem habe ich jetzt schon. Und Pape pisst erstmal gegen die Fassade. Ich brauche Trinken. Dann trink, Digga. Hab ich nicht. Woran siehst du, dass du Trinken brauchst? Unten an der Anzeige? Warte mal. Ich warte. Mal. Ammo, Essen. Also ich glaube, noch kann ich nicht so viel machen. Da ist noch ein zweites Ding, wa? Ja, ich loote das. Das ganze Ding nimmst du einfach, klappst zusammen. Ich loote das. Also, die Leute, die auf diesem Server spielen, scheinen schon ein bisschen weiter zu sein und haben schon ein paar schöne Sachen gebaut. Oh, guck mal, schon mit Flagge und so einem Scheiß. Richtig geil. Also ihr Lieben, ihr seht, man kann in diesem Spiel wirklich Burgen bauen und craften und diese dann, keine Ahnung, man kann dann locked. Ah, Pape, verschlossen, siehst du? Richtig cool. Das heißt, er sagt, nein, 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 da kommt irgendwann der Pape und der darf hier nicht rein. Also man kann wirklich seine eigene Burg bauen und die auch abschließen. Okay. Ich bin voll ausgerüstet. Ja, beeindruckend. Danke. Echt, amazing. Ah, ich werde angegriffen. Von wem? Vom Hund. Wo? Alter, du dreckiges... Wolf! Alter! Wolf! Aber guck mal, du bist komplett equipped, er hat Angst. Oh, Alter! Au! Es wird auch dunkel, wahrscheinlich deshalb. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt hau ihn endlich weg, Alter! Du dreckiges Vieh! Fick ihn weg, Pape, du bist gleich tot! Deine ganze Rüstung ist kaputt. Er wird aber langsam auf jeden Fall jetzt, glaube ich. Nein. Scheiße, du bist tot. Der Wolf hat dich gefickt! Dummes Hurenkind! Krass! Da sag ich vorhin noch, geil, irgendwie kein Zombie, irgendwie dann kommt so ein Wolf und beißt dich weg. Vor allem, du hast ihn noch. Du brauchst, glaube ich, echt eine Waffe, Pape. Ich glaube, ja. Dieses Holzding ist wirklich nur, um Sachen abzubauen, ja, ne? Wahrscheinlich. Der hat es dir ja richtig hineingeschenkt, alles umsonst. Also, das der alte Minecraft-Gedanke wieder von vorne. Die Frage ist, hätte Pape das ändern können? Ich meine, du hast ja darauf geklöppelt wie nix. Also, der blutete zwar ein bisschen, aber ich hätte auch gedacht, ach, wer streichelt mich denn da so nett irgendwie? Meine Haare mal wieder gebürstet. Okay, also haben wir gelernt, ihr Lieben, wir haben da nur keine Vorerfahrung. Wir brauchen eine Waffe, falls wieder so ein Wolf kommt. Aber es wird natürlich jetzt auch dunkel, Lili. Ja, ne? Das nervt mich auch nicht. Das heißt, jetzt werden auch die Zombie-Wölfe kommen, ne? Vermutlich. So, jetzt hast du alles umsonst gecraftet und musst wieder von vorne anfangen. Ja, ich will mich selbst... Kannst du vielleicht deinen Körper looten? Wahrscheinlich nicht, find's nicht wieder, oder? Körper gibt's hier, glaube ich, gar nicht mehr. Ja, aber das, was du hast fallen lassen, vielleicht? Gibt's, glaube ich, nicht mehr. Meinst nicht? Alles umsonst, ne? Tja, so ist das bei Pape. Geht's wieder von vorne los. Aber jetzt weiß Pape ja schon, was er machen muss. Okay, also Wolf 1, Pape 0, mal gucken, ob Pape später noch ausgleichen kann. Ich hole mir direkt irgendwie so 100 Holz. Das dauert jetzt ein bisschen. Dann kannst du dich komplett equippen. Ja, eben. Dann was dich aber nicht retten wird. Vielleicht solltest du jetzt erst mal diesmal eine Waffe craften. Okay. Ah, ich sag nur. Aber dafür brauche ich Stein, ne? Ja. Du musst einfach mal den Berg hochkraxeln. Ich mach mir ein Messer, glaube ich. Ja. Messer, Mann, Digga, was ist los? So, warte mal, dann mache ich wenigstens so 50 Holz. Oder vielleicht auch 60. Na komm, mach hin, ey. So, was ist das hier? Das war wieder Clay, ne? Ja, Clay. Oh, kann man mitnehmen, schaut ja nichts, ne? Ich sehe vor allem nichts. Ja. Oh. So,
Seit wann hast du eine Fackel? Habe ich schon immer. Von Anfang an, ne? Das brauchst du auch, ne? Den ganzen Blumen. Flex. Nee, das war kein Flex. Flex. War Wusst kein Flex. Wusste ich. Aber ich glaube. Oh nein! Warum wirfst du die weg? Oder war die alle? Nee. Warum wirfst du die dann weg? Nimm sie wieder. Geht nicht. Voll dumm, er hebt die nicht mehr auf. Vielleicht, weil du eine in der Hand hast. Oh, jetzt hast du sie kaputt getreten. Na gut. Papa, halt dich vom Wölfen fern, ne? Ja, ich sehe die nicht mal. Ich meine, Wölfe haben doch Angst vor Feuer, oder? Oh, da unten schreibt einer. Have you no honor, Kingsman? Aha. Ja, wahrscheinlich. You have no honor, Kingsman. Da wird, da wird schon gebieft. Was kann ich hier noch einsammeln? Sticks. Mann, Alter, ich sehe gar nichts. Dafür hast du eine Fackel. Und vor allem, das hält auch die Wölfe fern, die haben nämlich Angst vor Feuer. So. Feuer heiß. Meinst du? Feuer heiß. Ah, dafür brauche ich, was brauche ich denn dafür noch? Flags und Stone. Ah, hier, Messer. Bone. Ich brauche Knochen. Hey, das kann ich mir machen. Nee, kann ich mir nicht. Knochen. Das kannst du dir machen, aber das, das habe ich ja schon. Das hast du, genau. Versuch erstmal so ein Messer. Das hier kann ich mir machen. Projektil. Oh. Das ist ein Speer. Den du werfen kannst. Na, das auch du schön. Craftest den gerade? Nein. Soll ich das hier versuchen? Flags und Stone. Ja, dann musst du nur. Ja. Ja, aber das ist doch keine richtige Waffe oder was? Ich will eine richtige. Pickaxe. So wie ich Leute richtig wegtöte. Was spricht denn gegen das Messer, Digga? Ja, okay, ich mach das Messer, dafür brauche ich Knochen. Knochen. Und woher krieg ich Knochen? Du suchst nebenbei noch Stein und vielleicht findest du ja die anderen Zutaten eher. Guck mal, das sieht doch aus wie Stein, oder? Soll ich da mal drauf rumkloppen? Klopp mal drauf. Nee. Nee. Ha. Das ist doch ein Stein hier, oder was? Ich glaube, Hä? Ich krieg selbst Damage dadurch. Ach nee, das ist meine. Schon ein bisschen dunkel jetzt, ne? Da läuft irgendwas. Hä? Nee. Hä? Was ist das? Was ist das? Das sieht aus wie das, was du in der Hand hast. Irgendjemand fallen lassen, vermutlich. Hä, ich höre Schlaggeräusche. Mm. Da oben! Wo? Soll ich die töten? Wen? Da oben kämpfen wir noch. Papa, vermutlich haben die besseres Gear als du und werden dich sowas von zerficken. Sie freuen sich schon. Ah, kleines Opfer, los, Papa. Mit Fäusten ernsthaft? Papa, jetzt die Frage. Die Papa, du hast nichts. Die vermögen dir so sicher den Arsch. Ich schleich mich an, okay? Oh, sie beobachten mich. Hörst du sie? Hä, hier liegt jemand. Habe. Player Sleeper? Der schläft? Ernsthaft? Da ist irgendwas, da ist irgendein Sack oder so, ne? Ernsthaft? Du hast wirklich jemanden getötet, der geschlafen hat? Ey, wenn jetzt hier wieder die Moralfrage kommt. Ey, da hat der Stein dabei, das ist ja wohl 200. Das kann nicht wahr sein. Wieso? Die Frage ist jetzt natürlich, ist das ein Spieler, der einfach offline ist und sich dann irgendwo versteckt hat und sich hingelegt hat? Ist mir egal. Nee, aber das ist ja, geht ja jetzt hier nicht ausnahmsweise mal nicht um die Moralfrage, sondern... Das stimmt. Also diesmal ist das wirklich keine Moralfrage. Ja, ist nicht, ich meine, dass das Low Manner ist, jemanden zu töten, der schläft, aber das ist halt total dein Ding, ne? Das ist halt klar. Aber... Ich kann mir eine Hacke machen. Die Frage ist natürlich, wie funktioniert das in diesem Spiel? Wenn man ausloggt, liegt man dann irgendwo und schläft oder ist man dann einfach nicht da? Oder hat der Typ sich einfach mal so hingelegt und gesagt, ich bin mal gerade in der Küche? Das ist ja eine Zielgruppe, ne? Dann steht noch einer. Aber ich habe seine... Leider hat er sich... Der hat wirklich den schlafenden Typen gemeuchelt. Ey, aber soll ich mir schnell mal... Ich würde mir als erstes eine Waffe bauen, Pape. Priorität. Echt? Okay. Also ich, Pape. Du kannst ja auch gern wieder irgendwie dich in Holz einkleiden und den Ikea-Mann spielen. Ich brauche noch Knochen. Ja, oder... Warte mal, du hast doch jetzt Stein. Kannst du nicht eine Axt bauen? Ja, eine Axt kann ich mir machen. Aber die macht Damage 3.
Ja, aber deswegen, und das macht Damage 7. Ja, aber dafür brauchst du, ja, und das macht Damage, ja. Aber wo kriegst du jetzt Knochen her? Kannst du aus dem armen Schläfer rausschnibbeln, ey. Also soll ich mir erstmal eine... Pappe. Ich mach mir erstmal eine Axt. Okay. Wollen eine Axt. So. Jetzt bist du natürlich eine Granate, ne? So, was mache ich mir noch? Aber ich muss mich trotzdem equipen. Ja, natürlich, natürlich. Hey. Hallo. So, Papa, jetzt bist du natürlich Badass, ne? Gleich komplett in Ikea und eine Axt. So. Da, ne, können wir anfangen zu heulen direkt. Aber das ist mir grundsätzlich erstmal egal. Was? Dass ich Batman war. Obwohl, das war... Ja gut, ich sag mal, jemand, der da schläft, das können wir halt noch nicht wissen, ihr Lieben, das werdet ihr wahrscheinlich dann schon, weil ihr das vielleicht selber gespielt habt oder wir Experten dann in den Comments haben, die werden dann sagen, ja okay, der war offline und wenn man offline ist, liegt man irgendwo und pennt. Vielleicht sollte man es so machen wie der andere Typ da, der einfach sein Schloss da gebaut hat und einfach die Tür abgeschlossen hat, ne? Aber wenn man da frisch reinkommt in das Spiel, dann das ist man natürlich nicht. Ich kann mir nur keine Hose machen. Das ist halt die Frage, ne? Oder ob das wirklich jemand war, der noch online war und einfach gepennt hat, aus was für Gründen auch immer, weil er irgendwie gerade auf Toilette war und abgeseilt hat oder ich kann in der mir Küche. Nur noch keine Hose mehr. Wahrscheinlich war das derselbe Typ, den du in H1Z1 gekillt hast. Er hat gesagt, okay, jetzt hier bin ich sicher vor Papi, gib's dir nicht, leg mir jetzt mal ein bisschen schlafen, geh kurz in die Küche und er kommt wieder und hey, Papi. Ich esse mal ein bisschen was nebenbei. Ne? Das Trinkproblem wäre auch spannend, wie man das in Griff. Ja, nee, das löse ich ja gerade. Ja, indem du Beeren isst. Ja. Ja, hier liegt noch einer. Ich weiß natürlich nicht, ob das Batman ist. Papa tötet die ganzen armen Menschen, die am Pennen, ey. Und haut schön mit der Axt auf den Kopf. Nee, ich benutze das andere, weil ich nicht weiß, ob das so eine Nutzungsding hat. Ja. Er ist tot. Unfassbar, liebe Community. Wahrscheinlich ist das so das Batman. Er hatte gar nichts dabei, ey. Das ist doch scheiße. Und so einen Stock brauche ich nicht. Hier, kannst einen zweiten hier behalten. Oh Mann, Papinho, ey. Ja, er ist der Player-Killer. Da ist noch einer, aber der lebt. Leg dich mal schlafen. Er ist der Player-Killer. Leg dich mal schlafen. Er läuft auf mich zu. Da liegt ja, dann würde ich sagen, leg mal deine Axt an, Digga. Hat er... Da ist schon wieder so ein Sack. Der hat wahrscheinlich auch gerade jemanden getötet, der pennt. Was hat er? Oh! Er hat nur die Knüppel, Papa, das ist deine Chance, er hat nur die Knüppel! Los, Papa! Los! Du machst mehr Schaden als er! Glaube ich. Er trifft mich irgendwie besser. Ey, ich bin gleich tot! Warum? Obwohl. Ja, eigentlich muss ich doch besser als er sein, oder? Ich weiß nicht, vielleicht ist... Ich sehe meine scheiß Lebensenergie. Anzeigen. Ich glaube, das ist nur die Rüstung, die rot ist, ja, weißt du? Oder vielleicht bist du einfach tot. Ja, ist die Frage, ob jetzt der Holz-Dings oder die Axt besser ist. Aber ich hätte jetzt gedacht, Axt größer Holz, ne? Auf jeden Fall lootet er dich gerade. Oh. Großaufnahme. Papa, entweder bist du... sagst du total. Dich hat gerade ein nackter Mann mit einem Holzstab gekillt, Alter. Ey, du Arschloch! Papa, du bist tot. Ich glaube, du kannst nicht mehr mit ihm reden. Ja, ich gehe einfach nochmal zum Beach und mach den ganzen Scheiß nochmal. Ich habe ihn mit einer fucking... Warum stirbt er denn nicht? Er hatte nicht mal eine Rüstung an. Das ist ein T-Shirt-Spruch irgendwie. Ich bin von einem nackten Mann getötet worden. Ja, ich weiß, was ich tue. Du weißt nie, was du tust. Doch, ich erober jetzt eine Burg. Du baust eine Burg gleich, auf der Toilette vielleicht. Und ich glaube, ich hole mir nochmal eben Flower Power. Geil. Immer Büsche mitnehmen. Aber die wichtige Frage ist, wo fahren wir gleich hin? Zum Imbiss? Zum schönen, lecker Döner? Wir haben alle Optionen, ne? Alle Optionen der Haute Cuisine quasi. Der wen? Der Haute Cuisine. Was ist Haute Cuisine? Wie heißt es auch schon? Der Haute Cuisine? Was ist das? Mann, die französische leckere, tolle Küche, Mann. Ey, da ist einer. Der. Oh, das ist ein bisschen Wachen oder so. Oh, Papa, jetzt. Oh, der die nee, er will da auch hin. Ja, dann seid ihr jetzt Brüder. Ey! Push-to-Talk-Taste gibt's nicht, ne? Nee. Oder gibt's vielleicht schon, hast du noch nicht gefunden. Er bewacht seine. Ach, Papa, das klappt doch eh nicht. Ah, okay. Sei einfach ein Freund, sonst siehst du das nie. Meinst du, lauf weg vor dir?
Aber der ist auch total equipped. Guck dir das mal an, ey. Und du mit deinem Holzstab, ey, mit deinen geilen Boxershorts. So. Der wird jetzt richtig Schiss haben, Alter. Oh, er greift das Ding auch gerade an. Ich glaube, ich. Also, das ist, sieht er auf jeden Fall vom FIFA. Oh! Ist er behindert? Was soll. Bist du behindert? Da ist ja wieder Ritter der Kokosnuss hier. Das ist großartig, ey. Warte, Alter, du kannst doch niemand. Der Typ hat ein Schwert, Digga. Ja, das ist ein Das hab ich gleich, das hab ich gleich. Der hat eine dicke Eiche. Ich hab geblockt. Das ist auch so geil, ey. Das ist so wie keine fuck. Ahnung. Als wenn irgendwie. Oh, grad. Was ist mit dem Linken? Der greift die Mitte hier an. Der greift Mitte an. Bist du behindert? Oh. Oh. Die haben dich gekillt, ey. Beide voll equipped, die derbsten Waffen. Und killen dich. Ja, ihr Lieben. Also, so läuft das hier, ne? Also, man kann große Sachen bauen. Es ist PvP. Aber vielleicht solltet ihr nicht irgendwelche großen Burgen angreifen. Wenn ihr oh, guck mal, wo ich schon wieder bin. Oh, da ist ein Sack. Das solltet ihr vielleicht nicht tun, wenn ihr nackt seid. Ey, ich glaube, hätte ich meine Holzrüstung angehabt, wäre richtig grandal. Vor allem, Pub ist auch so geil, ne? Da ist ein Typ, der ist voll equipped. Hat Eisen und Stahlarmor mit einem dicken Schwert und Pape natürlich. Ey, was suchst du ja? Ich kann auch kämpfen. Er hat mich angegriffen. Ja, stimmt, er kam, aber es war echt so Ritter der Kokosnuss irgendwie. Er ist von Schleudert oben. Sie zu Boden, ey. Was soll ich denn machen? Wie soll ich darauf wieder zu? Die Ritter der Kokosnuss haben dich erwischt, ey. Vor allem, Pape guckt sich das mal an. Ich glaube, das war so eine Taktik von denen, weißt du? Der eine lief halt weg vor dir, so, weißt du, wollte dich so ranlocken, weißt du? Und dann kam der dicke Ritter dann hinter der Burg hergesprungen, ey. Voll die derbe Taktik, so. Als würde Pape da auch wirklich den Typen angreifen wollen. Er wollte einfach nur das Schloss sehen. Ist so. Und dann kam er irgendwie wie ein Ritter der Kokosnuss hinter der Burg rausgesprungen irgendwie. Richtig die Arschmann. Und voll Skill irgendwie einen nackten Mann zu killen und Respekt dafür. Also, aber es ist trotzdem lustig. Ich bin ganz begeistert von dem Spiel, ehrlich gesagt. Ich glaube auch, wenn wir das mit der Community spielen, könnte es sehr, sehr lustig werden. Sollen wir vielleicht, Pape? Ich bin sehr enttäuscht. Wovon? Von diesen Arschlöchern. Dass du dich auf den Kampf eingelassen hast, das war der Wo Mann. Soll ich denn hin? Weglaufen, Baba, das kannst du auch in Minecraft auch. Nee, da. Da rennst du auch mal wie ein Mädchen weg, irgendwie dein Creeper angeht. Dann bist du weg. So. Das ist ja jetzt wohl. Gleich kommt wieder ein Wolf und sagt, Frühstück. Nee, den nehme ich zu Brei. Ich weiß jetzt, wie man verteidigt. Na gut. Ah, auf meinen Clocks höre ich schon die ganze Zeit dieses Geile. Well played, würde Gaucho sagen. Let me know. Ah, ich glaube, ich wollte den König gerade angreifen. Das ist halt die Frage, ne? Gibt es auch NPCs? Kann es vielleicht. Also, es waren, glaube ich, Player, aber. Können hier sind Glühwürmchen. Ja, gerade. Da oben ist wieder die Burg. Ja, würde ich sagen, Pape, zweite Runde. Meinst du es nochmal, versuch her? Da ist ein Wolf. Oh, das würde ich lassen. Oder willst du mal den Wolf. Willst du mal der Herausforderung mit dem Wolf stellen? Ja, natürlich, mit schweren Angriffen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob er diesmal den Wolf packt. Zack! Oh, du bist jetzt schon. Du hast ja gar keine Rüstung. Scheiße, Mann! Vor allem, was kann denn so ein Wolf ab, Mann? Kannst du eigentlich leveln, Pape? Nee, ne? Das ist wie in Minecraft, ne? Das ist nur Equip. Der Wolf hat minus 35. Ich weiß nicht, wie viel du hast, aber ich hab das. Oh, ne, Moment mal, du bist tot. Okay, also mehr. Ey, guck mal! Was? Da hinten. Was? Da ist Licht. Ja, schön, Pape. Du bist tot. Da hätte ich mal hingesollt. Ja, hättest mal hingesollt. Ja. Reign of Kings und Pape ist Reign of Death. Quasi. Oh Mann, so ein dummer Spassel, ey. Ja. Ich lock mich out, okay. Du lockst dich aus. Gut, dann. Soll das ein kurzer Einblick gewesen sein, ihr Lieben? Pape, dein Resümee bitte. Ah, sicherlich. Es hat Potenzial für mehr, muss man einfach mal sagen. Also, ich meine, also nicht im Sinne von, es ist jetzt schlecht und es muss noch was verbessert werden. Vielleicht ist bei solchen Spielen, genau wie bei Rust und sowas, Day 101, hast du nicht gesehen? Vielleicht macht es bei solchen Spielen Sinn, mal so ein Einführungstutorial zu machen und hast du nicht gesehen, weil so ist es echt komplett randomized, wie man da reinkommt. Aber es doch hat mein Comic-Zentrum leicht angegriffen, muss man sagen. Macht Spaß und ihr werdet definitiv mehr von mir davon sehen. Ich werde darüber jetzt einen Let's Play-Kanal führen. Ja, folgt demnächst Kings Let's Play Special on Andre.
Was du wieder für eine Scheiße redest, Digga. Mann, okay. War geil. Also nicht geil, aber kann man durchaus spielen und mit ein paar Leuten von uns macht das mit sicher mehr Spaß. Deswegen mein Resümee. Däumchen nach oben. Wir können mal ein Special-Abend machen, das mit der Community spielen. Weil die können das dann auch, weißt du? Und vielleicht können die dich dann an die Hand nehmen. Du hast ja gesehen, du kannst sogar Gilden und Dings gründen. Ne? Bei dem einen Typen, der da gegenüber kam, hättest du ja was gründen können. Ne? War ja auch einer. Ja, habe ich auch gefragt, was mein Haus ist. Habe ich auch gesagt. Hast du auch noch gelogen, ne? Ja. Ja, hat mich, glaube ich, nicht gehört. Also, ihr Lieben, Reign of Kings heißt das Ganze beim Steam für 20 Euro zu bekommen. Das war natürlich jetzt sehr oberflächlich, da gebe ich zu. Und Papa hat natürlich das Beste draus gemacht. Der Wolf war einfach stärker. Wir halten es mal fest. Ich habe 45 Schaden gemacht. So, ihr Lieben, ich melde mich nochmal hier aus der Regie. Falls ihr euch gewundert habt, was ist das für ein Vollidiot, der die ganze Zeit reinlabert. Das war ich. Stevenio mein Name. Und in den nächsten Tagen wollen wir noch ein, zwei weitere halt angezockt aufnehmen. Ori wurde uns mehrfach empfohlen und auch noch zwei andere Spiele. Also ich mag das so, diese, sagen wir mal, etwas unbekannteren Dinger, also unbekannt in Anführungsstrichen, anzuzocken, Independent, Kickstarter, whatever. Und das machen wir weiter und vielleicht bereiten wir uns auch mal wieder einfach auf ein Spiel vor. Ansonsten Hearthstone, BlackRock, heute Abend, beziehungsweise wenn ihr das seht, ist es schon lange vorbei. Aber ja, danke, dass ihr dabei wart. Ich bin der Stevenio aus der Regie. Papa streckt sich gerade und streichelt seine Nippel und grinst dabei blöd. Du gibst nochmal eben schnell einen Schnitt hin. Hallo, ihr geilen Schnittchen. Ah, nee, scheiße, jetzt habe ich das irgendwie verkackt. Falschen Dings. Ja, jetzt flame ich nicht. So. Na? So, wir machen Schluss für heute, ihr Lieben. Abonniert uns, Daumen nach oben, ihr kennt das Spiel. Und regt euch bitte nicht immer bei jedem Video über die Vollidioten auf, die einen Daumen nach unten machen. Die haben wir immer, das ist nicht schlimm. Und wir machen das ja für euch und nicht für die Halbleer-Typen. Papa, send nochmal geile Vibrations an die Community aus. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao, ciao!